Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Backpack Battles. Ja, heute mal wieder den Archer ausgepackt. Ich bin weiter bei Unranked Spielen, einfach um ein bisschen auszuprobieren. Das nehme ich mit. Early Game super strong. Banane natürlich auch, genauso wie das Schild. Ich glaube, also theoretisch kann ich auch noch ein zweites Schwert mitnehmen. Das werde ich auch so machen. Bleibt dabei. Gucken wir mal, was nächste Runde kommt. Okay, er hat ordentlich Platz auf jeden Fall. Mit seinem Speer kann er gut durchdringen, aber so viel bringt das natürlich nur gegen mich, weil ich viel Rüstung habe. Ja. So, ich nehme das Kleeblatt auf jeden Fall mit. Den Schild nehme ich mit. Wo der einmal da ist. Save ich mir für nächste Runde den Redstone. Dass wir vielleicht einfach mal wieder ein Hero Sword bauen. Stachelschild. Keiner hat mehr Ausdauer. Noch ein Schwert. So früh Corrupted Crystal ist schon fett, ne? Aber brauche ich jetzt nicht. Noch Schwert war natürlich auch nicht schlecht, aber so geht das ganz gut klar. Stachel ist meiner. Nächste Runde. Das ist schon ein guter Start, muss ich sagen. Zwei Holzschwerter, zwei Kleeblätter, Rüstungsschild und Stacheln. Ist wirklich schon ein super Start, muss ich dazu sagen. Also das hat man selten. Wenn jetzt noch die Redstones reinknallen, dann ist es sogar noch besser. Schwein nehme ich auf jeden Fall mit. Kann ich das noch nicht verbinden, weil ich keinen Platz habe. Ich nehme die Regeneration mal mit. Weil es ja dieses neue Item gibt, den Herzcontainer. Und ich möchte den unheimlich gerne mal ausprobieren. Aber ich sehe gerade, ich habe das untere Schwert nicht in die Tasche gepackt. Das werde ich gleich korrigieren. So sieht es doch besser aus. Das nehme ich mit. Ja, wir können entweder auf Crit gehen. Entweder gehen wir auf Crit. Oder wir gucken mal, was sonst noch so kommt. Regeneration und dergleichen. Bogen schon sehr gut. Aber den kriege ich aktuell nicht so gut rein. Keinen Platz für, nein. Sind andere Sachen wichtiger. Brauche ich tatsächlich erstmal nicht. Banane ist gut. Falls wir tatsächlich einen Gegner haben mit Schild. Banane sehr gut. Und dann verkaufe ich den Stein für den Redstone. Und dann haben wir die nächste Runde zwei verbundene Items. Das klingt doch schon mal super. Glücksschwein und das Hero Sword. Den machen wir nackig. Zack. So, das bleibt erstmal da. Das sieht nicht schlecht aus. An sich komme ich mit der Banane gut klar, mit einer. Da habe ich noch ein bisschen mehr Ausdauer mit dazu. Nehme ich mit rein.
Dann kann ich vielleicht sogar noch mit dem zweiten Schwert aktuell gut zurechtkommen. Dann nehme ich mir die Banane, lasse ich erstmal weg. Ist schon hochgepokert, aber wir schauen mal. Na gut, der Verbrauch ist ganz schön stark. Da brauche ich noch eine Banane oder sowas, um Ausdauer zu regenerieren. Das ist gut. Das ist gut. Das nehme ich lieber mit als den Speer. Jetzt muss ich natürlich das Schwert rausballern. Vollkommen klar. Das kann mit rein. Das kann ich so machen. Habe ich ein bisschen zu viel Platz. Ich könnte aber noch ein Schwein mitnehmen, dann kann ich aus dem Platz wenigstens noch ein bisschen was rausholen. Den Trankgürtel brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich nehme das Schwein mal mit. Gucken wir mal, ob das mehr Sinn macht, die Banane vielleicht doch reinzupacken. Das Funny Pack. Durch den Schild ist meine Ausdauer schnell weg. Macht mich platt. Jetzt die Frage: Wollen wir auf Crit gehen oder wollen wir auf Regeneration gehen? Schwierig. So viele Natur-Items habe ich aktuell nicht. Ich glaube, ich nehme Crit. Mit. Regeneration auf jeden Fall trotzdem nicht schlecht. So ein Vöglein. Brauche ich dann wieder mehr Ausdauer. Y-Blade ist aber schon stark. Crystal drauf ist nicht schlecht. Regeneration nehme ich mit. Und Crystal nehme ich mit. Start. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, drei Schweine. Er hat sich gut regeneriert, aber es hat nicht gereicht. Y-Blade ist einfach zu stark für den Anfang. Will ich das haben? Schild der Ehre. 30% mehr Rüstung wäre nicht schlecht für das, ne? Jedenfalls habe ich erstmal den Platz. Dann schiebt man das alles so ein bisschen näher ran. Könnte den Schild der Ehre mitnehmen. Mit 30% mehr Rüstung könnte er den auch zum Mondschild machen. Müsste aber entweder auf den Stachelschild oder auf die Banane verzichten. Schwert haue ich weg. Karotte auch nicht schlecht, ne? Bringt mir 4. Habe ich 7. 8, wenn ich den Stein verkaufe. Kann ich die Karotte mitnehmen. So. Habe ich mich entschieden. Er hat auch schon ein fettes Ripsaw Blade, Glücksbogen, Holy Armor, Gubort.
Das werde ich nicht schaffen. Auch schon wesentlich mehr Crit. Das ist ja noch besser. Super. Das ist gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich habe auch keinen Platz für alles. Das Schwein geht schon mal weg. Keine Frage. Regeneration haben wir ganz gut. Stacheln habe ich jetzt nicht mehr. Mana regeneriere ich aber. Das heißt, die Lampe könnte eventuell was bringen. Auf Kobold muss ich jetzt scheißen. Brauche ich nicht unbedingt. Ach komm, wir schmeißen alles noch mal rein. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen. Bisschen besser zu verpacken. Machen das so. Übersort mit hin. Dann kann ich auch den Ring hier mit reinpacken. Ah, mir fehlt ja ein Platz. Mir fehlt hier ein Platz, damit das so ist, wie ich das haben wollte. Das ist optimal. Platz mit rein. Ja, ganz optimal ist es halt nicht, aber ist okay. Wo ist der Ring? Da. Ring ist da. Jetzt fehlt mir nur noch Platz. Es fehlt nur noch Platz, dann bin ich ganz gut dabei. Außer ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Weil mir einfach die Banane fehlt. Okay, eine Mana-Fackel. Mal sehen, ob meine Rüstung da standhalten kann. Sieht ja erstmal ganz danach aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Die austauschen. Bisschen Regeneration dazu kriegen für den heiligen Gegenstand. Habe ich jetzt keinen. Mit 55 Rüstung ist nicht worth aktuell. Zwei Gift entfernen, naja. Nö. Auf jeden Fall Tasche mitnehmen. Tasche mitnehmen, Banane muss rein. Das ist gut, das lasse ich so. Das ist sehr gut. Ich könnte die Kohle auf eine Rüstung packen. Könnte ich die was verhindern? Ich kriege sehr viel Rüstung. Können wir das mal so machen? Hm.
Ja, schauen wir uns einfach mal an, was die Kohle uns da bringt, die Wacht zu verhindern. Okay, hat wenig Ausdauer. Den machen wir fertig. Zu wenig Ausdauer. Der hat eine Bulle gehabt, die ist schon raus. Aber der hält sich gut hoch, da. Vier Lebensraub. Macht gerade noch mehr dazu. Sehr schön. Den packe ich hier mit drauf. Doppelpower. Zwei Bananen. Bin ich auf jeden Fall safe, wenn jemand ein Schild hat. Kriege ich jetzt gar nicht mit rein. Ring brauche ich. Kann ich dann hier mit dahin packen. Schwein brauche ich jetzt nicht nochmal. Und Blaubeere aktuell auch nicht. Auch die einer Tasche bringt mir jetzt erstmal nichts. Das heißt, ich lasse erstmal dabei. Er hat schon drei Herzcontainer. Aber das Gute ist, dass das Ripsaw Blade seine Regeneration weghaut. Das heißt, er kommt gar nicht dazu, die zu nutzen. Auch wenn er es gern machen würde. Mit seinen drei Teilen. Das ist, glaube ich, so der Counterplay gegen die Herzcontainer. Ripsaw Blade. Regeneration weggenommen. Also hier habe ich schon mal zwei. Also nehmen wir erstmal das nicht, das ist klar. Hier habe ich schon mal zwei. Und alle drei Sekunden kriege ich einen mehr. Ich glaube, es ist nicht worth. Müsste ich die zwei Bananen rauspacken? Nee. Das ist gut. Der sollte jetzt nicht rausfliegen. Wir können es tatsächlich so machen. Das könnte ich noch gebrauchen. Ein paar Steinchen auf meinen Sachen. Ach, schon ganz schön spät. Nee, dafür ist es zu spät. Mana. Kann ich aktuell nichts anfangen. Huch. Zwei Ripsaw Blade. Nee. Mana Potion. Das ist gut. Die nehme ich mit. Ich könnte rein theoretisch Knoblauch an dem Schild. An das Schild ranlegen. Dann würde der mir noch ein bisschen mehr bringen. Aber es ist, glaube ich, nicht wert. Nee. Ich brauche auch kein Mana aktuell. Ja, die Buffs vermieten, das ist wirklich sehr gut. Seine Pulle abgewehrt. Karotte macht ein bisschen Gift weg. Oh, jetzt wird's eng. Und 62er. Das war's. Der habe ich ausgelöscht. Sehr gut, das haben wir. Also auf jeden Fall nehmen wir das mit. Ich glaube, das ist okay. Will ich auch keinen Mana tragen, brauche ich aktuell nicht. Die Tasche nehme ich mit. Lightsaber schon stark, ne? Ich habe wieder das Ausdauerproblem. Hungry Blade auch cool. Könnte ich zum Beispiel oben noch dran packen, dann würde es sogar von dem Ring noch profitieren. Weiß ich aber nicht, ob ich das mit meiner Ausdauer hinbekomme. Ich
save das mal für nächste Runde. Guck mal, vielleicht gibt es noch was Besseres. Ansonsten probier es einfach mal aus. Dafür ist der Unranked da. Wir haben einen dicken Hammer. Mit 3. Mit 6 Deckern. Die mich einfach wegballern. Wolpertinger mit der Hammer noch ordentlich reinknittet. Okay. Wir haben noch einen Ring. Holy shit. Das sieht doch mal sehr saftig aus nach Crit. Das Ding ist halt jetzt nur, reicht die Ausdauer? Wir werden es rausfinden. Ah, sieht schon sehr gut aus, ne? Wir machen mal halbe Geschwindigkeit. Meine Ausdauer hat schon stark gelitten beim ersten Angriff schon. Aber ich regeneriere ganz gut dagegen. Mit der Banane. Obwohl er ein Schild hat. Oh, da kommen seine Crits rein. Pull ist raus. Ausdauer ist wieder regeneriert. Krass. Funktioniert auch so. Das ballert rein ohne Ende. Vögelchen. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Tasche nehmen wir noch mit. Einen Sand kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Das brauche ich, den Wolpertinger. Der bringt mir mehr Ausdauerregeneration für jeden meiner Buffs. Und alle 5 Sekunden kriege ich 3 Buffs. Und den ich am wenigsten habe. Ist schon richtig krass. Brauche ich auf jeden Fall, hole ich mir nächste Runde, nehme ich die Tasche mit. Und dann habe ich auch gar kein Ausdauerproblem mehr mit meinen 3 Waffen. Easy. Alter, er wird schon mehr erleben als ich. Und raus. Ausdauer ist wieder regeneriert. Ja, wird nichts. Also immer noch mal so dieser kleine Kick, der dann reinkommt. Ich regeneriere Leben, Ausdauer ist sofort wieder da. Das ist super. Noch einer. Kann ich mir gar nicht leisten, ne? Kann mir gar nichts leisten. Okay, den Sand wegballern. Nehme ich einfach den noch mit. Den guten. Ja. Start. Ein Leben noch, 2 Runden überleben. Auch schon so wieder so ein Hammer-Decker-Bild. Und nicht Gift, ne? Oh, Bettina regeneriert. Auch so wieder voll. Aber ich kacke ab. Okay. War ein Versuch wert. Corrupted Crystal, 3 Stück. Ripstar Blade. Na gut, war eine weitere Runde von Backpack Battles. Schaut euch gerne die anderen Videos mit an. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr Backpack Battles oder Legion sehen wollt. Das kommt hier ganz oft auf dem Kanal. Immer 18 Uhr. Ja, schaut gerne vorbei. Bis dahin, wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.